Es ist so, es war eine sehr, sehr gute Stimmung am Anfang und es ist auch nach Plan gelaufen, dass man in Führung geht. Aber wie es so eben oft im Sport ist, danach lässt man ein Stück nach, der Gegner wird stärker. Und die Leute oder die Stimmung war trotzdem gut, bis etwa 5 Minuten vor dem Abpfiff, wo man sehen konnte, dass die Mannschaft es nicht mehr schaffen kann, wenigstens einen Punkt zu holen. Und dass dann Tumulte gibt, die sind zwar nicht schön, die gehören auch nicht dazu, aber man kann zumindest Verständnis haben, wenn sich die Leute ärgern. Ja, es ist so, die letzten Jahre waren zwar auch nicht gut, aber man ist immer irgendwie davon gekommen. Aber am Samstag war es so, da war eine gewisse Lethargie nach dem Spiel da, auch bei meiner Person. Also man kann das jetzt gar nicht richtig beschreiben. Man ist einfach niedergeschlagen, man will es nicht wahrhaben. Aber trotzdem, man muss sich nochmal zusammenreißen und eventuell die Mini-Mini-Chance nutzen.